Aber tatsächlich leidet natürlich jeder zweite Berufsmusiker unter körperlichen Beschwerden. Ein Thema, das im Musikland Österreich gern verschwiegen wird. Wir möchten aber heute darüber reden und ich begrüße sehr herzlich zu diesem Thema jetzt den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Musik und Medien, außerordentlichen Universitätsprofessor Dr. Matthias Bertsch. Grüß Gott. Schönen guten Abend. Grüß Gott. Was sind denn die typischen Beschwerden von Orchester- bzw. Berufsmusikern? Ja, mit 80% wirklich die häufigsten Probleme sind orthopädische Probleme bei Schulter, Nacken. Und das kommt natürlich von den Haltungsschwierigkeiten bei den asymmetrischen Instrumenten, beim Geigespielen oder beim Flötespielen, das eben den ganzen Oberkörperbereich betrifft. Aber auch das Gehör ist betroffen, also 20-30%, je nach Alter. Aha, und was machen jetzt die Orchester jetzt für ihre Musiker, sage ich jetzt? Wird da Vorsorge getroffen? Also es ist so, dass es in Österreich in den Orchestern Betriebsärzte gibt, die ja für den Notfall handeln. Aber es gibt leider noch sehr wenig Präventionsmöglichkeiten. Es gibt sehr wenig Ausgleich für die Musiker. Es gibt internationale Orchester, wo ein Physiotherapeut mitfährt, der morgens mit den Musikern auf der Tournee joggen geht und der am Abend vor dem Konzert eben Massagen anbietet. In Zürich am Opernhaus wurde das jetzt gerade auch eingeführt, dass man einen Ruheraum hat für die Musiker, dass die ein bisschen eben Massagemöglichkeit haben und nicht nur, wenn die Probleme da sind, dass man dann krank schreibt. Sie haben jetzt gerade Zürich angesprochen. Wie schaut es bei den heimischen Orchestern aus? Ja, die Wiener Philharmoniker oder ORF-Orchester, die haben alle einen Betriebsarzt, die auch mit Musiker umgehen können, aber einen sehr großen Betreuungsaufwand haben. Und wir von der Gesellschaft für Musik und Medizin versuchen eben spezifische Musikerärzte und spezifische Personen zusammenzubringen und zu vernetzen, um Hilfestellungen anzubieten. Also das ganze Thema ein bisschen bewusster zu machen und zu sagen, es gibt einzelne Personen, die haben Musik studiert und Medizin studiert, die dann eben als Orthopäde oder als Chirurg mit bestimmten Musikerkrankheiten umgehen können. Aber es gibt noch zu wenig Vernetzung und zu wenig Experten. Und insbesondere gibt es auch keine zentrale Anlaufstelle. Es gibt in ganz Österreich kein Zentrum für Musikergesundheit, wo es in Deutschland an 10 Hochschulen zum Beispiel sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Aber kann man das zum Beispiel mit einem Hochleistungssport vergleichen? Zum Beispiel eine Parsifal, eine Wagner-Oper, 4 bis 5 Stunden dirigieren und das an 5 aneinanderfolgenden Tagen. Das ist ja mehr als Hochleistungssport. Ja, oder? Ja. Es ist sogar noch schwieriger, weil beim Hochleistungssport haben es vielleicht 3 Versuche und der Beste zählt. Ja. Aber wenn sie spielen müssen oder gerade Solisten, die warten vielleicht 5 Minuten auf einen Ton und der muss dann perfekt sitzen. Und da kommt der psychische Stress dazu. Also es gibt einen körperlichen Schwerpunkt, aber es gibt ganz große psychische Tabuthemen, wo eben Alkohol und Beta-Blocker nachgewiesen wurde, dass das verwendet wird. Wie viel Musik am Tag ist denn gesund noch? Also es ist auf jeden Fall wie im Sport. Ja, eine Stunde Sport machen, eine Stunde musizieren ist wohl das Gesündeste, was es gibt und jedem zu raten und im Musikland Österreich herrlich Musik zu machen. Ja. Wenn es dann aber Richtung Leistung geht, muss man bedenken, dass der Beruf extrem früh anfängt. Das heißt, für einen Musikerberuf fängt man mit 5, 6, 8 Jahren an, muss schon 10.000 Stunden geübt haben, bis man mit 18 dann anfängt, in die Ausbildung zu kommen. Und das Dramatischste ist eigentlich, dass 30% der Musikstudenten schon Schmerzen haben. Auch der 12- bis 17-Jährigen gibt es schon 17, 20%, die dann eben später bis zu 70, also die Frage im Moment haben 55% Probleme. Wenn man fragt, hatten Sie im letzten Jahr Probleme, dann sind es 80%. Das heißt, und da wird auf den Universitäten bzw. an den Hochschulen natürlich noch nicht Vorsorge getroffen, kann zu ich mir wenig, vorstellen. Genau. Zu wenig, ja. Und da es ist also schon eine Ansätze. Sensibilisierung notwendig. Ja, ja. Wir hatten jetzt gerade die Tagung für die Musikergesundheit und da wurde das sehr thematisiert und hoffen wir, dass wir es in die Öffentlichkeit und an die Ausbildungsstätten bringen. Den ersten Schritt haben Sie jetzt gemacht, Professor Pertsch. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Danke auch für die Gelegenheit. Dankeschön. Danke sehr.